Ja, religiös auf meine Weise. Ich halte nicht alle Feiertage immer gleich. Manchmal habe ich keine Zeit, manchmal habe ich keine Lust und dann ist es auch okay für mich. Aber ich, aus meiner ganzen Familie bin ich die religiöseste. Also wir sind nicht fromm, Schabbes ist bei uns nicht. Wir essen auch nicht koscher, dafür aber halt sehr traditionsbewusst. Ja, also ich bin auf jeden Fall eine religiöse Person, observant, also ich halte Schabbat, esse Koscher und so weiter. DDR war durch und durch atheistisch und meine Familie auch. Ich bin halt in den 70er Jahren geprägt worden vom Feminismus überall und natürlich auch dem jüdischen Feminismus. Ja, genau, meine Eltern sind beide Rabbiner. Die sind beide, ehrlich gesagt, evangelisch aufgewachsen und dann übergetreten zum Judentum später. Also manchmal waren wir auch noch bei unseren Großeltern und haben Weihnachten gefeiert, aber nur, wenn das nicht gleichzeitig auch Chanukka war. Ich habe eine jüdische Mutter gehabt. Die war Volljuden sozusagen. Mein Vater ist nicht Jude. Wir waren so gemischt. Aber es ist natürlich nicht an uns vorbeigegangen, dass da eben auch eine jüdische Geschichte ist in der Familie und dass da eine große und lange Geschichte ist und wurden auch von meiner Mutter dann in jüdische Feriencamps geschickt in Ungarn. Oh, war ich ungefähr 10 oder 11 Jahre alt. Und dann habe ich das schon mal gehört, spielte für mich aber als Kind keine große Rolle. Kam dann später in der Jugend, so dass ich das mal ein bisschen für mich entdeckt habe und das Thema selbst beleuchtet. Ich war auf dem jüdischen Gymnasium in Kiew und ich habe 13 Klassen abgeschlossen dort. Das war eine religiöse Schule, genau das. Aber jetzt bin ich nicht mehr religiös, also. Das war mir irgendwann wichtig. Ich habe das nicht gemacht, bis ich 25 war ungefähr. Und dann hat es angefangen, wichtig für mich zu werden. Ja, definitiv. Also ich bin ein Teil von der Gemeinde, von der jüdischen Landesgemeinde Thüringen. Ich mache das in Jena, in Erfurt und Nordhausen. Und ohne mich läuft auch nichts in der Gemeinde. Ohne Kantor läuft nichts. Soll ich, ja? Israel et ha-Shabbat la'asot et ha-Shabbat lidorotam berit olam.